Foundation-Forscher Conwell sah sich in seinem Büro um. Die wenigen Habseligkeiten, die er zur Dekoration verwendet hatte, wurden nun in einen Karton auf dem Schreibtisch gepackt. Conwell seufzte besiegt. Er wollte sagen, dass er eine gute Zeit gehabt hatte, aber wenn er ehrlich zu sich selbst sein wollte, so war die Arbeit, die er in SCP-1360 geleistet hatte, sowohl frustrierend als auch widerlich gewesen. Trotzdem wünschte er sich, wenigstens bessere Ergebnisse erzielt zu haben. Vielleicht würde es dann nicht so aussehen, als hätte er versagt. Vielleicht hätte er dann nicht das Gefühl, den armen Droiden im Stich zu lassen. Ein Klopfen an der Tür holte Conwell aus seinem Tagtraum. Es ist offen. Eine kleine Frau mit stechend grauen Augen und einem großen Grinsen trat ein. Ihre Haare waren zu einem Bann verknotet. Bei dieser Frau handelte es sich um Dr. Freeman. Obwohl sie knapp 30 cm kleiner war als er, hatte sie es immer geschafft, dass er sich in ihrer Anwesenheit klein vorkam. Wieder mal versetzt? Fragte sie. Sie hob eine Augenbraue, als sie in den Karton auf dem Tisch blickte. Ihre Stimme war süß und besorgt, aber ihre Lippen waren zu einem verschmitzten Lächeln verzogen. Woher weißt du das? Antwortete er, während er den Karton von seinem Gast wegzog und so tat, als würde er ihn durchwühlen. In der Hoffnung, er wirke dadurch zu beschäftigt, um zu plaudern. Was verschafft mir die Ehre? Wohin schicken sie dich dieses Mal? Fragte Freeman. Ob sie seine subtile Andeutung bemerken oder sich nicht darum kümmern würde, blieb abzuwarten. Standort 84. Schon wieder. Was willst du, Fremont? Dr. Thompson bat darum, dich zu sehen. Ich schätze, ich habe Glück, dass ich dich jetzt erwischt habe, bevor sie dich in den Pazifik verschifft haben. Fremont kicherte. Conwells Mund hing etwas offen, als er versuchte zu verarbeiten, wie sie so taktlos sein konnte. Warum? Fragte Conwell. Er hatte von dem armen Dr. Harold Thompson gehört, als er mit Dr. Johnson zusammengearbeitet hatte. Er hatte ihn sogar einmal persönlich getroffen. Fremont antwortete mit einem großen Achselzucken. Das würde ich ja auch gerne wissen. Er war in der letzten Woche sehr beharrlich, dich zu sehen. Ich dachte, dass Dr. Collins mit ihm in Kontakt... Conwell hielt inne, als Freeman scharf auflachte. Greg hat Harold nicht mehr besucht, seit Johnson gegangen ist. Wie auch immer. Er steht vor einem weiteren psychologischen Gesundheitscheck, also dachte ich, ich tue ihm einen Gefallen mit dir. Kann ich ihm ausrichten, dass du vorbeikommst? Conwell seufzte und legte den Kopf in seine Hände, bevor er sie sein Gesicht hinunterzog. Wenn Freeman die Wahrheit sagte, so war Dr. Thompson seit fast 3 Jahren nicht mehr besucht worden und näherte sich wahrscheinlich mental dem Ende der Fahnenstange. Ich fürchte, ich muss einen Flug erwischen und habe noch ein paar eigene Meetings zu erledigen, bevor ich fliege. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte. Das tue ich wirklich, aber ich kann einfach nicht. Sagte er, als er den Kopf schüttelte. Freeman zuckte mit den Achseln. Hey, du enttäuscht ihn, nicht mich. Viel Glück im Sackgarten. Conwell senkte seinen Kopf und wartete darauf, dass Freeman ging. Die Tür schlug hinter ihr zu. Dann ließ er einen weiteren Seufzer los, schnappte sich seinen Karton, bevor er das Licht hinter sich ausschaltete und sein altes Labor verließ. Er wartete nicht auf die Erlaubnis zum Eintreten, sondern entschied sich, die Tür leise zu öffnen und den Raum zu betreten. Das Büro selbst war makellos, viel Voraussicht scheint in die Platzierung von allem geflossen zu sein. Selbst in die Anordnung der Stifte auf dem Schreibtisch. Er hatte das Gefühl, dass ihn ein Kurator wegen Störung der Ausstellung anschnauzen würde, sollte auch nur etwas berühren. Ich kann dir versichern, dass du gute Arbeit leistest, sagte Collins mit einem kleinen Lächeln vom Stuhl an seinem Schreibtisch. Er sprach, ohne dabei den Blick vom Bildschirm vor sich zu nehmen. Conwell rollte mit den Augen. Was hast du auf dem Herzen? Ich habe das alte 1301-Labor ausgeräumt. Nimmst du 6 altes Büro oder behältst du das hier? Ich habe mich noch nicht entschieden. Aber ich schätze, dass meine Büroentscheidung nicht der Grund für deinen Besuch ist, antwortete Collins. Er starrte Conwell nun durch seine dicken Brillengläser an. Ich weiß, dass du Einfluss auf meine Versetzung hattest. Deshalb geben sie dir das Kommando über 1360. Ich weiß nur nicht, warum du es getan hast. Collins seufzte. Er sah aus wie ein Vater, der seinem Kind sagen wollte, dass er nicht wütend, sondern nur enttäuscht war. Deine Begeisterung für dieses Projekt nahm immer mehr ab, schon lange bevor Johnson ging. Die oben hatten Angst, dass du nicht mehr in der Lage wärst, das Projekt weiterzuleiten. Also bat man mich, dich im Auge zu behalten und zu berichten, was ich so sehe. Colin schüttelte den Kopf und lachte leise. Ich meine, du bist ein erwachsener Mann. Ich werde dich nicht besuchen, um dir zu sagen, dass du einen guten Job machst. Niemand macht das. Das war's dann also? Ein suboptimaler Besuch und ich bin weg? Fuhr Conwell ihn an. Auf damit, erwiderte Collins. Du weißt verdammt gut, dass wir das nicht so machen.
Du hast es schon lange gehasst, an Projekt 1360 zu arbeiten. Dass du weiterhin als Projektleiter für dieses Objekt dienst, war sowohl ein Nachteil für dich als auch für die Forschung, die an 1360-1 durchgeführt wurde. Ich sah das und zog die entsprechenden Fäden, die ich brauchte, um sicherzustellen, dass das, was getan werden musste, getan wurde. Conwell ballte die Faust. Er stellte sich vor, Collins den Schädel mit seiner Tastatur einzuschlagen. Bevor er das in die Tat umsetzen konnte, gewann er jedoch seine Gelassenheit zurück und legte einen großen Aktenstapel auf den Schreibtisch. Also gut, Captain. Hier hast du das Steuer. Alle Notizen von Johnson und mir über 1360 und Anderson. Einschließlich der Abschrift der gescheiterten Razzia letzte Woche und alle bekannten Informationen über Andersons Modelle. Conwell machte sich auf den Weg zur Tür, stoppte aber, als Collins sagte: Hör zu, Jacob. Es ist nicht das erste Mal, dass du von einem Projekt abgezogen wirst und es wird nicht das letzte Mal sein. Herrgott, ich bin schon viel öfter umgezogen, als ich zählen kann. Wichtig ist, dass du dich daran erinnerst, dass diese Entscheidungen aus einem bestimmten Grund von der Obrigkeit getroffen werden. Wichtig ist, dass wir weitermachen können. Bitte lass das in Zukunft nicht zwischen uns kommen. Insgesamt hast du eine gute Arbeit geleistet. Conwell blieb in der Tür stehen und schüttelte den Kopf. Dr. Freeman hat mich heute Morgen besucht. Harold wollte mich sehen. Sie sagte, du warst seit fast 3 Jahren nicht mehr bei einem der psychologischen Checks dabei. Du solltest darüber nachdenken, dort mal vorbeizuschauen, wenn du die Gelegenheit hast. Conwell ging dann in den Flur und ließ die Tür leise hinter sich zuschlagen. Collins wartete auf das Schließen der Tür, bevor er lächelte und leise dachte: Anderson, Integration erfolgreich und Infiltration abgeschlossen. Ich habe das komplette Kommando über Nummer 31 erhalten. Warte auf weitere Anweisungen. Saker Nummer 76. Collins wartete eine Sekunde, bis seine Systeme bestätigten, dass die Nachricht empfangen worden war. Dann pfeifte er, als er sich wieder an die Arbeit machte. Dr. Harold Thompson, der gerade einmal wieder von einer Reihe Tests zurückkehrte, trat langsam über die Schwelle seiner Zelle. Was früher ein braun gebrannter, athletisch gebauter Mann gewesen war, war heute nur noch blass und hager. Waren die Jahre seit seiner Verwahrung unangenehm gewesen, so waren sie kein Vergleich zu den letzten 3 Jahren, nachdem sein Freund Dr. Johnson die Foundation verlassen hatte. 2 Sicherheitsbeamte standen hinter ihm und beobachten etwas lax, ob es Anzeichen eines Fluchtversuchs gäbe. 8 Jahre vorbildliches Verhalten von Harold erlaubten ihnen, die Sache etwas entspannter anzugehen. Es half auch, dass seine Hände nicht nur in dicken Lederhandschuhen eingepackt waren, sondern auch durch dicke Fesseln zusammengehalten wurden. Halten Sie die Tür für einen Moment auf, rief Dr. Freemans honigsüße Stimme, als er hinter den Sicherheitsbeamten auftauchte. Gute Arbeit heute, Harold. Wir setzen die Tests in 2 Tagen fort. Morgen ist ein psychologischer Gesundheitscheck. Ich weiß. Harold hielt seinen Entführern den Rücken zu, während er sprach. Conwell? Ich fürchte, du wirst dich wieder mit mir begnügen müssen, sagte Freeman mit einem melancholischen Lächeln. Conwell wird in eine andere Einrichtung versetzt. Und Greg? Begann Harold, wurde aber schnell unterbrochen. Ich fürchte, ich kann ihn immer noch nicht erreichen. Er ist ein beschäftigter Mann. Ich bin sicher, du verstehst das. Ich kann mir nicht mal vorstellen, was, murmelte Harold und bewegte seine Hände etwas, während er sprach. Die Sicherheitsleute blickten sich leicht nervös an und dann zurück zu Dr. Freeman. Sie rollte mit den Augen und hielt eine Hand hoch, um ihnen zu signalisieren, die Tür zu schließen. Als die Tür zu gleiten begann, schossen plötzlich Harolds bloße Hände aus dem Raum und zogen einen der Sicherheitsbeamten in den Weg der Tür. Der Beamte schnappte nach Luft und im nächsten Augenblick war sein ganzer Körper aus massivem Marmor. Scheiße! Schrie der andere, als er seine Pistole zog, aber es war zu spät. Harold, der die Tür wieder geöffnet hatte, hatte bereits eine Hand auf das Gesicht des Beamten gelegt, bevor dieser seine Finger auch nur um den Griff legen konnte. Auch er erstarrte zu Marmor. Nein, 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 nein! Schrie Freeman, als sich Harold ihr zuwandte. Sie versuchte, auf den Alarmknopf zuzulaufen, aber wurde schnell eingeholt. Harold hatte sich losgerissen und sie zu Boden geworfen. Seine Hand hatte ihren Knöchel fest im Griff. Es war still, als sich Harold wieder aufrappelte und abklopfte. Er löste schnell seine Fesseln, schnappte sich eine Pistole des ehemaligen Sicherheitspersonals und legte sich den Laborkittel von Dr. Freeman an. Er nahm sich ein paar Augenblicke Zeit, um sich selbst im Spiegel zu betrachten. Solange er nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich zog, sollte es relativ einfach sein, die kurze Strecke zu Dr. Collins' Büro zurückzulegen. Es wäre auch nicht schwer, sich als Foundation-Forscher auszugeben. Schließlich war er das in einem früheren Leben einmal gewesen.